liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Big Ventil, 144 Grad Aspekt zwischen Venus und Saturn. Ein Aspekt, der uns sagen oder zeigen möchte, wie man es quasi richtig machen könnte, um sozusagen ein Überleben zu garantieren. Wer soll hier überleben und was ist sozusagen diese Technik, die dazu helfen würde? Wir erkennen in Venus in erster Linie die Europäische Union, naja, auch unsere Staatsdepartementjunta, und wir erkennen aber auch hier das Thema sechstes Haus, Krankheit, Schwierigkeiten, Probleme, und im achten Haus haben wir es noch einmal dicker mit der Venus, das heißt, hier haben wir Transformations-, Niedergangs-, Untergangsprozesse. Und was könnte die Lösung sein? Wer ist Saturn? Saturn steht als Herrscher des zweiten Hauses für den Euro, für das Kapital, für Investment. Und das dritte Haus steht für Wirtschaft, Handel und Industrie. Und hier könnte ein Lösungsansatz sein, dass man hier mehr in die heimische Industrie investiert. Das heißt, dass man die auf starke Beine stellt. Aber wir wissen, da Wilde Westen lauert hier sozusagen als Drache vor dem Eingang, der nichts zulässt. Das wissen wir ja wieder seit Jahrzehnten. Hier so läuft dieses Spielchen. Also theoretisch könnte es sozusagen bergauf gehen, wenn man sich hier wesentlich mehr für die eigene Wirtschaft und Industrie interessieren würde, aber das darf man bekanntlich nicht. Wir wissen ja, von wo die Macht ausgeht, und wir erkennen auch an der Spitze des dritten Hauses auf Skorpiongraden im Wassermann eine schwere Verspannung. Wassermann und Skorpion bilden ein festes Quadrat, das heißt, hier gibt es Probleme, und zu allem Überdruss befindet sich Uranus auch noch tatsächlich im Tek, also im Quadrat zu Spitze drittes Haus im Stier, im sechsten Haus, und das ist eben ein Hinweis dafür, dass es eben mit der Wirtschaft derzeit, sagen wir so, positiv gesagt, besser laufen könnte. Sagen wir es mal sehr positiv. Wir erkennen hier auch, also das ist die Kernaussage, wir sollten hier in der Europäischen Union wesentlich mehr in die eigene Industriewirtschaft investieren und nicht hier im Osten sozusagen in Schall und Rauch sich auflösen lassen zum Provisionsprofit von diversen Personenkreisen. Aber wir sehen hier die Sonne als Herrscher des neunten Hauses, und das neunte Haus steht ebenfalls auf Skorpiongraden, wie die Wirtschaft hier. Ja? Und das heißt, wir erkennen hier schon, dass es hier im siebten Haus vordergründig um die Übernahme der Handelspartner geht. Ja? Also das heißt, sie möchten hier sozusagen wieder alles in die Hand bekommen, und ist das ein Unterfangen, was gut aussieht? Naja, vordergründig sieht es sicherlich gut aus. Mit 15 Grad 47 sind wir auf Waagegraden, das heißt, es schaut, wie sagt man, harmonisch, von mir aus stabil, auf Waagegraden in den Zwillingen im siebten Haus ist eine starke Besetzung, aber wenn da nicht, dass die Halbsumme zwischen Saturn und Neptun wäre, und in diese Halbsumme fällt die Sonne mit einem Quadrat hinein, und da haben wir dann natürlich ja schon eine bisschen andere Aussage, da haben wir dann hier eine geschwächte Lebenskraft, sozusagen große Anfälligkeit für Krankheiten und so weiter, und weil wir Saturn in den Fischen und Neptun in den Fischen haben, hier auch starke Auflösungstendenzen auf dem Gebiet der Wirtschaft. Ja, wir können hier gerne auch einen Blick hineinwerfen, wie es, weil hier Neptun steht für das vierte Haus und Saturn steht für das zweite Haus, da können wir gerne auch einen Blick hineinwerfen, wie schaut es drüben aus im Wilden Westen mit den Finanzen. Wir nehmen das zweite vom neunten Haus, erstes, zweites Haus, Spitze, in dem Fall zweites Haus vom neunten Haus, steht im in der Jungfrau, und hier sehen wir eben diesen Spannungsaspekt mit Uranus, und wir erkennen, dass es hier sozusagen auch Schwierigkeiten gibt. Wie geht es der Bevölkerung drüben? Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, Spitze viertes Haus, sozusagen steht im Skorpion, viertes Haus vom neunten Haus, und wir erkennen halt unschwer, wenn wir jetzt hier wieder auf dieses Horoskop schauen, Herrscher von 12, in dem Fall viertes vom neunten im achten Haus, ist mit Schwierigkeiten besetzt, also das heißt hüben wie drüben dieselben Themen, global können wir das eigentlich alles auch überall beobachten. Wir sehen den Aszendenten Schütze auf Anfangsgraden, und das gefällt mir deswegen, 1 Grad 20 auf Widdergraden, weil wir in der alten Zahlenreihe als
letzte Zahl die 1 haben und das steht für einen Neubeginn. Ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Volltreffer. Wir erkennen auch hier 6er, ja 2x3 ist 6, aber da haben wir den 2er noch dazwischen. Aber 6 und 6 ist die 12, ist die doppelte 14, die 16, die 19, aus der 19 die 10 und wie gesagt die 1. Die 6 weist sozusagen auf ein starkes Liebesharmoniebedürfnis hin, die Liebenden, wie du weißt im Tarot und Rider-Waite-Tarot, und hier haben wir den Mars sozusagen herausgenommen. Der Mars steht im 8. Haus nicht sonderlich glücklich. Wer ist er? Er ist der Herrscher des 12. Hauses und Herrscher des 5. Hauses steht für Wachstum. Ach ja, ich habe noch vergessen, zu Jupiter etwas zu sagen. Herrscher von 1 beim Aszendent Schütze ist Jupiter im 5. Haus im Stier. An sich eine fantastische Position. Das heißt, das würde uns fast Hoffnung machen, dass sozusagen jetzt endlich Wachstum wieder angekurbelt wird, dass der Wohlstand zurückkommt. Nur wir erkennen Spitze 5. Haus im Widder und der Herrscher des 5. Hauses im 8. Haus und gleichzeitig Herrscher des 12. Hauses. Also hier Wachstum in einer sehr schwierigen Untergangsphase, aber auch in einer Auflösungsphase. Auch wenn der Jupiter hier stark besetzt ist, kann er uns leider in dem Fall jetzt nicht wirklich helfen. Die zweite Zahl ist die 12 und ja, die passt gut zu Neptun an der Spitze des 4. Hauses. Und zwar erkennen wir hier, dass es zu Opfern kommt, dass es hier sozusagen zu einer misslichen Lage kommt und man sagt, hier über Lasten und Bürden zu sich finden, das ist der Gehängte, eine prekäre Lage. Das heißt, für die Menschen wird es dann hier auch ab 1, 2, 3, wir haben gesagt, ein Haus hat eine Länge von 13 Grad, das heißt, wir haben 39, 40 Tage des Musadak, das heißt, wir kommen hier auf den 15. ungefähr, auf den 16., 7., also das heißt, ungefähr Mitte Juli, ab Mitte Juli sollte für die Bevölkerung hier diese Auslösung sein, welche ich jetzt nicht als optimal sehe. Und wir sehen auch hier in der Opposition Neptun MC, dass eben hier die Bevölkerung, wie sagt man, von Unsicherheit erfasst ist und sich eben hier, dieses Thema ist eh alt, ja, diesen Einflüssen von außen hingeben muss. Noch ein paar Worte zur Venus-Saturn-Thematik. Venus-Saturn-Thema hat immer mit Freudlosigkeit zu tun, kann man durchaus auch sagen als Pessimismus. Es wird als Einschränkung empfunden und es geht auch sozusagen darum, dass man eine härtere, also das heißt, Venus ist die Freude, Saturn ist sozusagen die Einschränkung und das heißt, hier leidet auch sozusagen das Liebesleben darunter und es ist halt eine, wie sagt man, eine Kälte auch, ja, es ist auch ein Aspekt der Kälte sozusagen in Partnerschaften generell, also das heißt, Saturn und Venus sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde, Saturn steht für die Mutter und Saturn steht für den, also Venus steht für die Mutter, Saturn steht für den Vater, also das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr, wie sagt man, gespannten Einfluss. Natürlich positiv gesehen ist das auch ein Aspekt der Reife, das heißt hier weiß man eben, was man möchte und unter Venus-Saturn kommen interessanterweise ja die meisten Hochzeiten zustande. Man glaubt immer unter Venus-Jupiter, das ist ein Irrtum, Venus-Saturn bedeutet, jetzt möchte man die Partnerschaft, Liebe fixieren, ernst machen, definitiv stellen. Also ganz, ganz interessante Information. Ja, und wir haben als dritte und vierte Zahl die 14. Naja, das schlägt in eine ähnliche Kerbe, die Bescheidenheit. Also das heißt, frei nach Hildegard Knef, von nun an ging es bergab. Das sagt uns auch die 16. Eine sehr rasante, eine Zahl des Umsturzes sehe ich die hier. Naja, so die große Rasanz sehe ich jetzt nicht. Der Uranus ist Herrscher des 6. Haus, also Herrscher von 3 in 6. Spitze 3. Haus auf Skorpiongraden. Also jetzt die große Dynamik habe ich in diesem Horoskop nicht gesehen. Natürlich ist der Aszendent Schütze auf Widdergraden sehr ungestüm, sehr impulsiv und natürlich im 5. Haus ist er hemmungslos kreativ und im Stier, auch wenn es zu 5. Haus eine Quadratverspannung ist zwischen Stier und Löwe, erkennen wir doch, dass es hier stark um auch den Aspekt der materiellen Bereicherung geht. Die 19 als letzte Zahl weist darauf hin, dass sozusagen hier alles gut gehen sollte, eine sehr große, eine fantastische Schutzzahl, wenn ich einmal die 9
abgesehen von den Aspekten hier und abgesehen vom Wilden Westen, wenn ich die Neuen hier als das höhere Wissen hernehme, dann bekommen wir hier sehr, sehr viel Informationen über die Aktivitäten im Osten auch zugespielt. Das heißt, es kommt hier sehr, sehr viel Wahrheit an die Oberfläche und wir sehen, drei Planeten sind oberhalb der Aszendentenachse und diese drei befinden sich alle im Wissensquadranten. Die anderen sieben Planeten sind noch im Bereich des Unbewussten, hier sozusagen familiäre, gemeinschaftliche Angelegenheiten und hier unser persönliches Wachstum im ersten Quadranten. Also doch eine, wie sagt man, noch im Verborgenen liegende Geschichte. Das heißt, hier wird noch sehr, sehr vieles zu erwarten sein. Das Rad des Schicksals, die 10 als letzte Zahl, aus der dann die 1 folgt, ja, zeigt uns eben das ewige Auf und Ab und ist noch einmal ein Hinweis auf das Thema Sonne. Die neue Zahlenreihe beginnt mit der 17, geht mit der 20 weiter, 21, 28, 32, 33. Mit der großen Meisterzahl schauen wir mal, was das so bedeutet. Ich hole mir nur die Kärtchen ein bisschen näher. Ja, es ist jeden Tag wieder immer wieder aufs Neue dieselbe Herausforderung. Die 17 zeigt uns hier Osiris, sozusagen die Wasser des Lebens, und ist auch eine sehr positive Schutzzahl. Die 20 sozusagen zeigt uns hier das Gericht, also das heißt, hier geht definitiv eine Phase zu Ende. Laut Aszendenten sehen wir aber das Gegenteil, hier beginnt eine neue Phase. Aber Anfang und Ende hängen logischerweise auch immer wieder miteinander zusammen. Die 21, höchstes Glück auf Erden, naja, die 21, höchstes Glück auf Erden, könnte vielleicht mit dieser Figur des Glücksdrachens und zugleich des Briefumschlags zusammenhängen. Also möglicherweise, wie gesagt, ich würde dem am ehesten das zuordnen. Also ja, mit dem Glücksdrachen, den haben wir auch nicht alle Tage, der ist, würde ich sagen, eine tatsächlich starke Besetzung. Die 28. Schauen wir mal, ob wir die 28 erkennen oder finden können. Ich würde sagen, ja, die sehe ich sehr, sehr schnell. Also die große Sturheit, die sich selber begrenzt, die nichts verändern möchte. Wir haben hier 1, 2, 3 Planeten im Stier, 2 Planeten im Löwen, also 5 feste Planeten, den Mond im Steinbock, im zweiten Haus, in einem festen Haus, den Jupiter in einem festen Haus und eben noch Venus, Mars auch noch in einem festen Haus, dem achten Haus, also eindeutig sehr, sehr leicht. Ja, die 28 ist astrologisch betrachtet sehr angenehm. Die 32 als vorletzte Zahl, ja, das ist jetzt keine aufregende Information, man sollte halt immer vorsichtig sein, generell vorsichtig sein, schaut drauf wen und oder wem, und hier droht eben sozusagen bei Nicht-Einhaltung, dass man eine am Deckel bekommt, aber wir sehen ja hier Spitze viertes Haus. Ja, mit Neptun besetzt ist für uns halt alle jetzt nicht so die große Freude, weil es heißt natürlich, dass die Bevölkerung noch immer, leider, ich sage jetzt nichts, dass die Bevölkerung halt noch in einem Art Dämmerzustand sich befindet. Ja, es ist halt leider die Hoffnung, die war bei mir immer groß, aber die Realität zeigt ein bisschen etwas anderes. Die 33 haben wir, glaube ich, schon so oft besprochen. Es ist an sich eine Zahl, die einer starken Wasserbesetzung im Horoskop entspricht. Man hat sehr, sehr viele Gefühle und hat aber Angst, dass diese Gefühle missbraucht oder ausgenutzt werden und zeigt sich daher eher von der harten Seite, von der harten Sorte. Naja, ob das jetzt der Mond im Steinbock ist, kann ich schwer beurteilen, aber an sich wäre das irgendeine stark fischehafte Betonung. Gut, die 33 erkenne ich hier jetzt nicht. Und als letzte Zahl haben wir wieder die Quersumme aus der 33, die 6. Ja, spannendes Horoskop mit einer klaren Tendenz. Aufgrund des Glücksdrachens werden diese Freunde, unsere Freunde sozusagen die Stadtzipaten und in der EU, werden ihr Verhalten leider nicht ändern und sie bleiben dem Kurs 12. Haus, Lüge, ich will nicht mehr dazu sagen, aber sie bleiben diesem Kurs einfach treu. Ja, welchen Kurs bleiben wir treu? Ich würde sagen, schauen wir uns mal dieses Video an, das gehen wir schon, jawohl. Und zwar, du weißt, was kommt, 19.50 Uhr, bitte, wenn du wieder 1, 2, 3 Minütchen Zeit hast, unser großartiges gemeinsames mentales Werk. Es ist halt so, überall, wo man konsequent dran bleibt, dort wird man auch etwas erreichen und
mentale Arbeit bewirkt. Du weißt, keine Energie geht verloren, kein liebevoller, kein guter Gedanke geht verloren. Und derzeit, was sich auf der Welt abspielt, können wir jeden noch so kleinen lieben Gedanken wirklich dringend brauchen. Ich fasse mich heute etwas kürzer und es kommt dann noch ein Teil über den zweiten Astrologiekursteil. Und zwar geht es dann um die Qualitäten kardinal, fest und beweglich. In dem Sinne, alles Liebe, einen großartigen Wochenbeginn und dann weiter zum zweiten Astrologiekursteil. Dein Astrowolf, Ende. Ja, das ist die Wiener Hütte dort.